Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt wunderbar das Wochenende überstanden und hattet Spaß, ganz, ganz wichtig, und seid wunderbar in die neue Woche reingerutscht. Heute mal wieder eine etwas andere Reaktion, natürlich wieder auf Rammstein mit dem Song Reise, Reise. Warum eine etwas andere Reaktion? Wir reagieren weder auf Musikvideo noch auf Live-Auftritt, sondern auf einen etwas anderen Song, der es halt nicht zu einem Musikvideo geschafft hat, sagen wir mal so, oder der nicht das Glück hatte, verfilmt zu werden. So ist es, denke ich mal, richtig ausgedrückt. Bei der letzten Reaktion auf Ohne Dich, die by the way wieder super gut angekommen ist, vielen lieben Dank auf jeden Fall, habe ich euch auch gefragt, unter anderem, dass ihr mir Songs in die Kommentare schreibt, die zum Beispiel kein Musikvideo abbekommen haben, wie zum Beispiel Reise, Reise oder andere Songs. Ihr habt mir unglaublich viele Songs geschrieben. Ich habe mir jetzt mal Reise, Reise rausgepickt, weil der Kommentar schön hochgevotet worden ist und weil ich mehrere Kommentare gelesen habe nach dem Motto, hey, Reise, Reise musst du auf jeden Fall vom Album abchecken. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Apropos Album, das Albumcover sieht sehr interessant aus irgendwie. Natürlich hier Rammstein, aber dann auch hier Flugrekorder nicht öffnen. Nennt man das Flugrekorder? Ich dachte, das nennt man Blackbox. Oder, ne, das Album hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Hat sich der Name Blackbox irgendwie erst entwickelt? Oder ist Blackbox eigentlich nur die Übersetzung für Flugrekorder? Die Amis sagen Blackbox, wir sagen Flugrekorder. Ich weiß gar nicht genau, ne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Okay, dann Rammstein, Reise, Reise, 4 Minuten 11, Abfahrt. Wir sind direkt auf hoher See so ein bisschen, oder? Ein ganz anderer Einstieg. Wir hatten am Anfang so einen Drumfill, so einen ganz, ganz kurzen Drumfill. Und dann ging es mit einem schönen Sounddesign-Teil irgendwo so ein bisschen los. Ich sag immer wieder, Sounddesign ist immer noch extrem wichtig, auch in der heutigen Zeit. Ich meine, das Album hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Das kannst du mit heutiger Musik gar nicht so gut vergleichen. Gerade weil es von Rammstein ist, ne? Rammstein macht fernab von Mainstream-Musik, ne? Die machen ihr ganz eigenes Ding und es kommt unglaublich gut an bei den Leuten, die eben Rammstein hören, so, ne? Und deswegen, die sollen sich auch nie irgendwie in diese Mainstream-Richtung drücken lassen, um Gottes Willen, das würde überhaupt gar nicht passen irgendwie musikalisch. Aber heutzutage gehen halt Songs direkt los, ne, und hören nach 2 Minuten irgendwo direkt auf. Am besten packst du 3 oder 4 Mal die Hook rein, damit man extrem diesen Spotify-Hit hat, um zu hoffen, dass man in irgendwelche Playlisten wie Modus Mio oder Deutschrap brandneu reinkommt. Da hat man gar keine Zeit, sich irgendwie jetzt hier 9 Sekunden im Intro zu nehmen und mal so einen schönen Sounddesign-Part reinzupacken, ne. Macht mal die Augen zu, lasst euch nur von eurem Gehör ein bisschen leiten, so ein bisschen, ne. Man hört die Wellen, wie sie leicht brechen, so, man hört Vögel am Himmel und so weiter. Man scheint auf hoher See zu sein direkt. Schön. Jetzt auch ein Synth-Part direkt, ne? Dieses und dann dieses irgendwie sowas, ne? Die sagen da was ganz Komisches. Das erinnert mich irgendwie, ich stelle mir gerade so ein paar Leute vor, heute wird es wahrscheinlich nicht mehr so gemacht, gehe ich mal davon aus, aber damals haben sich ja auch irgendwie Leute unten in diesen Bug gesetzt oder sowas, ne, und haben halt diese extrem großen Ruder bewegt, wisst ihr, ich meine? Und es muss ja alles irgendwo synchron laufen, damit nicht irgendwie einer aus der Reihe tanzt und man unnötig irgendwie Kraft verschwendet, ne, wenn der eine in die Richtung drückt, der andere aber in die Richtung zieht, dann ist scheiße so, ne, und das hört sich irgendwie so dieses irgendwie hört sich wie so ein Rhythmus, so ein rhythmikgebendes Element an irgendwie. Ich stelle mir jetzt schon direkt irgendwie so ein Piratenschiff vor oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ne? Es kann wahrscheinlich direkt in eine ganz andere Richtung gehen und die haben das extra so in das Intro gepackt, die ersten 20 Sekunden, weil jetzt kommt gleich die neue 1, der neue Drop, dann geht es wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung, um den Zuhörer das erste Mal irgendwie vielleicht ein bisschen fehlzuleiten, keine Ahnung. Aber ich stelle mir direkt irgendwie so ein Boot auf hoher See vor mit keine Ahnung, 20 Mann an Bord und die, ne, die rudern gerade um ihr Leben irgendwie so. Schöne Riffs zusammen mit so einem Art
Chor oder sowas, könnte auch einfach so eine hochgepitchte Synth-Melodie sein oder sowas, ne? Aber immer sehr schwer rauszuhören. Super schöne Atmosphäre, ne? Die Chords gehen super schön mit den Drums zusammen. Relativ träge Nummer, also, ne? Es drückt nicht direkt so auf die Ohren, was mir immer sehr zugute kommt. Da kann ich mich schon nicht erschrecken, ne? Ich habe immer so ein Problem. Bei Seemann zum Beispiel war es auch bei Ohne Dich, wo das zweite Mal das Instrumental reinkam oder nochmal die Hook eben angespielt worden ist, bin ich auch einmal so aufgezuckt, weil ich halt eben so Musik nicht gewohnt bin und im Hip-Hop hat man irgendwie immer einen Rise oder irgendwas, was sich halt ankündigt, ne, den Drop ankündigt. Teilweise bei Rammstein, boop, direkt einfach der haut, Digga, Christoph haut einfach Kick rein und dann geht's los. Wisst ihr, ich meine? Super schöne Melodienabfolge. Auch guck mal, der Synth, der läuft jetzt drüber, ne? Wir haben diese Riffs, ba ba ba, ba ba ba. Ba, ba, ba. Durchgehend, ne, die loopen sich einfach und dann haben wir so einen Synth oben drauf, der so wieder ein bisschen was Psychomäßiges spielt, ne. Du kannst schon wieder davon ausgehen, dass wieder irgendwie Themen angesprochen werden oder dass es in dem Song um ein Thema gehen wird, was irgendwie vielleicht ein bisschen dich zum Staunen bringt, dich ein bisschen so zum Aufatmen bringt, so dich so, aber, ne, dich irgendwie so ein bisschen zum Rätseln anregt, so ein bisschen, ne, deine eigenen Gedanken sind super, super wichtig bei Rammstein, jedes Mal. Ich wette, wenn ich jetzt eine Interpretation raushau, dann hauen 8 Leute von euch 7-mal eine andere Interpretation raus, einfach weil ja die Texte so schön offen geschrieben sind, was auch immer wieder Sinn und Zweck der Rammstein-Texte ist. Verschiedene Interpretationen von Leuten hervorzurufen, sag ich mal so. Fisch und Fleisch zur See geflochten. Okay, ich bin mit der Annahme richtig gegangen, dass das ganze Schauspiel jetzt hier Reise, Reise, also ich kann wirklich meine Augen zumachen und mir irgendeine Geschichte vorstellen. Wie soll ich meinen, das Intro hat schöne, schöne Denkanstöße schon gegeben, ne? Auf hoher See wird gefochten, sagt er, oder? Auf den Wellen wird gefochten. Auf den Wellen wird gefochten. Jetzt ist halt die Frage, mit was oder mit wem wird gefochten, ne? Mit einem anderen Schiff? So Piraten-like, ne? Gibt's heutzutage gibt's noch Piraten, oder? Aber es gibt nicht mal dieses traditionelle, ich enter jetzt dein Schiff und nehme deine Crew und jetzt gehört dein Schiff auch noch mir oder meine Crew ist jetzt noch größer. Das gibt's ja nicht mehr, oder? Ich denke mal, keine Ahnung. Oder wird mit einem Seeungeheuer gefochten? Irgendwie sowas, ne? Wo Fisch und Fleisch zur See geflochten, der eine sticht die Lanz im Meer. Der andere wirft sie in das Meer. Auch schöner Vergleich, sagt der Herr. Der eine sticht die Lanz im Heer. Der eine sticht die Lanz im Heer, die Lanze im Heer, ne? Herr, die Streitkraft, sagt man Herr heutzutage noch? Man sagt Streitkraft oder irgendwie so. Ne, man sagt aber auch noch Bundesherr. Diesen Sprachgebrauch Herr gibt's ja immer noch, ne? Und dann den Vergleich zu bringen, ne? Der andere sticht die Lanz ins Meer, glaube ich. Der andere wirft sie. Der andere wirft sie in das Meer und es bahnt sich schon alles so ein bisschen an. Fischfang, Walfang, Ausbeutung. Kann es in die Richtung gehen? Interessant, wir haben A und Ahoi vom linken aufs rechte Ohr gepennt die ganze Zeit. Ich denke mal, jetzt geht's direkt in einen fetten Refrain, oder? Reise, Reise, Seemann, Reise, jeder tut's auf seine Weise. Okay, man wird immer wieder, oder es wird immer wieder dieser Vergleich gezogen, ne? Der eine sticht das Messer zum Mann oder sowas, die Lanz zum Mann, sagt er hier. Deine Schrift, den Speer zum Mann. Beides wieder falsch, es war Speer, nicht Messer, nicht Lanze. Ich soll einfach mal ein bisschen besser aufpassen, ne? Den Speer zum Mann, der andere sticht, ne? Es wird immer wieder dieser Vergleich zwischen, keine Ahnung, Mensch gegen Mensch und dann wieder Mensch gegen ein Tier, der Fisch, der Wal oder sowas. Wie werden Wale gefangen? Werden die immer noch mit Harpunen gefangen? Weil ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich gucke Robert Mark Lehmann, der ist bei dem Thema Ansprechpartner Nummer 1. Ich verlinke ihn gerne mal unten, gerade was illegalen... Gerade was illegale Sachen gegenüber Tieren, Pelzfarm, er war auf einer Pelzfarm, man hat das alles aufgedeckt oder keine Ahnung, setzt sich extrem aktiv für eben Haie, Fische, generell jede Art von Tier auf dieser verdammten Welt ein, ne? Es gibt so schöne Tiere, die leider vom Aussterben bedroht sind, einfach weil wir Menschen irgendwie, keine Ahnung,
Profit in den Seen, den Pelz vom Leib reißen oder was weiß ich, ne? Es gibt super, super seltene Tiere, nur noch einfach aufgrund der Menschen, weil wir extrem krass die Art Rasse ausgerottet haben und dementsprechend von diesen Tieren nur noch extrem wenige existieren, so, ne? Und dann kämpft man vehement um diesen Artenerhalt, dass man diese ein, zwei Exemplare irgendwie noch, keine Ahnung, fortpflanzen kann und so weiter und so fort. Werden Wale immer noch mit so Lanzen, mit Harpunen gefangen, ne? Es ist ja eine Harpune, aber vorne aus der Harpune kommt ja auch Art Lanze raus, oder? Deine Schlüssel sperrt zum Mann, der andere zum Fische. Und man hat hier auch wieder so kleine Hinweise, ne? Man kann den Text natürlich frei interpretieren und es ist auch immer so von Till geschrieben, dass es natürlich auch so ist, ne? Ich wette, keine Ahnung, die 200 Kommentare, die unter jedem Video zusammenkommen, von den 200 sind 100 andere Interpretationen, so, ne? Es ist ja auch schön, jeder denkt irgendwie anders über diese Texte, was auch super, super schön ist. Und ich lese mir die Interpretation extrem gern durch, deswegen ab in die Kommentare und hochliken. Aber hier auch wieder, ne? Gibt Hinweise. Die Wellen weinen, das Meer färbt sich rot oder sowas, ne? Das deutet alles auf diesen, auf so Walfang hin, auf so Fischfang oder so hin, oder? In ihrem Blute steckt ein Speer. Bluten leise in das Meer, ne? Also gehen wir davon aus, Wale werden immer noch mit so Harpunen und so mit so Lanzen gefangen. Dann beschreibt es ja extrem krasses Bild, was man da halt eben sieht, ne? Eine Lanze steckt in irgendeinem großen Walkörper und der fängt an zu bluten und blutet dann das Meer voll und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich meine? Die Lanze muss im Fleisch ertrinken. Fisch und Mann zur Tiefe sinken. Ich glaube, Till schreibt und singt so Texte auch extrem gerne, oder? Weil guck mal, hier in der zweiten Strophe, in der ersten auch schon, ist mir auch schon aufgefallen, ne? Da hatte ich aber viele andere Sachen noch zu sagen, so. Es tut mir wieder leid, dass ich ein bisschen mehr rede, aber, ne? Ich reagiere nur einmal auf Reise und dann ist das Ding online und, ne? Dann können wir nur noch per Kommentarfunktion kommunizieren quasi, was ja auch cool ist, aber, ne? Ich sag lieber alles, was ich denke und gut ist. Ist ja voll in seinem Film irgendwie, ne? Ertrinken, ne? Er rollt es eher auch wieder und scheint so voll nah am Mike zu sein und so voll in seinem Modus. Die Lanze muss im Fleisch ertrinken. Als ob er irgendeine ganz spannende Geschichte erzählt, wisst ihr, ich meine? Fisch und Mann zur Tiefe sinken, wo die schwarze Seele wohnt, ist kein Licht am Horizont. Es könnte natürlich immer noch ganz plump um irgendwie, keine Ahnung, so Piraten gehen, die sich gegenseitig irgendwie ein bisschen bekämpfen, so, weil er sagt immer nur, der Speer muss im Fleisch stecken, Speer zum Mann, Lanze im Fleisch und so weiter und so fort. Aber ich gehe mal stark davon aus, gerade weil man auch irgendwie am Anfang dieses Intro hatte, mit diesem Wellensound und mit den Vögeln und so weiter und so fort, ne, so ein bisschen an die Natur gedacht irgendwie so ein bisschen, dass es tatsächlich um Walfang, Ausbeutung und so weiter geht, oder? Aber jeder tut's auf seine Weise. Ist eine interessante Zeile. Reise, Reise, Seemann, Reise. Jeder tut's auf seine Weise. Deine stößt den Speer zum Mann, der andere zum Fische. Er beantwortet diese Zeile, ne? Jeder tut's auf seine Weise, quasi schon in der darauffolgenden Zeile, indem er quasi wieder das Mensch gegen Mensch mit Mensch gegen Tier quasi vergleicht. Wisst ihr, ich meine, hier nochmal. Auf seine Weise, deine stößt den Speer zum Mann, der andere zum Fische dann. Er sagt ja auch zum Fische dann. Also es geht tatsächlich um diesen großen Fischfang eben mit so riesen, riesen Netzen. So teilweise werden ja auch Netze irgendwie vergessen, in Anführungsstrichen, oder unten auf dem Meeresgrund gelassen. Und da dann verheddern sich da Tiere und ganz, ganz schlimm und so weiter und so fort, ne? Aber ich denke mal, auch gerade der Walfang ist da ein ganz, ganz großes Thema hier bei Reise, oder? Ausbeutung und so weiter und so fort. Reise, Seemannreise, und die Wellen weinen leise. Leise in das Meer.
schöne Vocal-Performance. Der Mann fühlt es wirklich, wirklich zu 100% ohne Witz. Wenn ihr natürlich eine andere Bedeutung habt oder eine andere Interpretation des Textes, ab in die Kommentare. Also, ne, ich lege mich jetzt fest auf diesen Walfang, Ausbeutung und so weiter und so fort, ne. Schlimme Geschichte, traurige Geschichte. Was anderes kann ich mir auch fast nicht vorstellen, so, ne. Wenn jemand eine ganz andere Vermutung hat, eine ganz andere Interpretation von diesem Song, ab in die Kommentare. Auch dieses Reise, Reise, schön. Und nochmal Refrain. Ey, das Instrumental ist echt schön, ohne Witz. Sagt er Reise, Reise, Seemannreise, Reise, Reise, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie komplett täusche oder sowas, Reise, Reise ist doch irgendwie, wenn man Seemänner aufweckt bei der Marine oder sowas, keine Ahnung, da sagt man auch Reise, Reise oder man sagt es irgendwie in die Art, in diese Richtung, oder? Wenn es wieder losgeht, Reise, Reise, wenn man, ne, den Anker quasi einfährt, fährt man Anker ein, ja, oder? Man fängt den Anker ein oder man holt den Anker ein, das ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck, man holt den Anker ein und dann sagt man Reise, Reise und es geht los. Und dann sagt er Reise, Reise, Seemannsreise, ne? Oder Seemannreise. Reise, Reise, Seemannreise. Und die Wellen weinen leise. In ihren Herzen steckt ein Speer. Bluten sich am Ufer. Aber er betrachtet das Meer, glaube ich, auch als irgendwie so Organismus oder irgendein, auch ein Lebewesen oder sowas, ne? Die Wellen weinen auch, ne? Man hört die Wellen im ersten Moment so, aber die Wellen weinen auch. Und hier sagt er nochmal. Seemannreise und die Wellen weinen leise. In ihren Herzen steckt ein Speer. In ihrem Herzen oder in ihren Herzen steckt ein Speer, ne? Er betrachtet das Meer auch, glaube ich, als irgendwas, was wirklich auch Gefühl empfinden kann oder sowas, ne? Die Wellen weinen, in ihren Herzen steckt ein Speer. Natürlich meint er in ihren Herzen ihren von den Fischen. Wisst ihr, ich meine, Walfang und so weiter und so fort. Aber auch schön formuliert. Oh, schön, aber sagt er hier, bluten sich am Ufer leer? Reise. Man kommt wieder quasi so ein bisschen zurück, ne, in dieses irgendwie so eine, ja, das ist so ein Schlagwort oder so ein Schlagsatz oder sowas. Ich stelle mir immer noch die Leute davor, wie die in dem Bug quasi um ihr Leben rudern quasi so ein bisschen. Obendrauf haben wir so eine Art Ziehharmonika oder sowas, was ganz komisch ist, aber sehr, sehr schön. Was man auch aus so alten Piraten oder so alten Seemannsfilmen, Schifferfilmen, so, ne, irgendeiner spielt immer irgendwie so ein Instrument oder sowas, super schön. Sehr schön. Okay, wir sind jetzt schon bei meinem Teil und meinen Teil haben wir auch schon gehört. Das war Reise, Reise von Rammstein. Also, ne, meine Interpretation steht fest, habe ich jetzt oft genug erläutert. Wie ist eure? Habt ihr eine komplett andere? Habt ihr eine ähnliche? Ab in die Kommentare damit. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Peace.